Uchimata, Goshi. So, Ogoshi, Haraigo, Chujigatama. Koshi Uchimata, Seonage. Ogoshi, Morote Seonage. Uchimata, Hayotoshi. Uchimata, Smorote Seonage. Seonage, Kata Seonage. Diese Techniken und noch viele mehr konnten die Zuschauer beim Nikolausturnier des SC Berlin an diesem 1. Dezember Samstag genießen. Circa 370 Sportler aus 44 Vereinen waren angereist, um sich hier zu präsentieren und Bronze, Silber und Gold mit nach Hause zu nehmen. In den Altersklassen U11 und U13 traten hier nicht nur Jungs und Mädchen aus Deutschland an, auch Gäste aus Österreich, den Niederlanden und Tschechien hatten den Weg auf sich genommen, um hier das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Obwohl hier natürlich der Spaß am Sport und Miteinander im Mittelpunkt stand, ist das jährlich stattfindende Nikolausturnier in Hohenschönhausen ein Sichtungsturnier für die Bewerbung am Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. Das war dieses Jahr natürlich nicht anders. Das heißt, der Landestrainer hält auch Ausschau nach Kandidaten für die Sportschule. Durch die ausländischen Teams haben wir auf jeden Fall sehr gute Niveaueinflüsse bekommen. Also im Ganzen ein Bundesturnier. Ja, also jedes Jahr mit dem Nikolausturnier endet unser Sichtungsprozess. Das ist eine Reihe von Sichtungsturnieren, die die Sportler und Sportlerinnen durchlaufen. Dazu kommen verschiedene Techniklehrgänge, eine Leistungsüberprüfung und zu allerletzt auch noch die schulische Note und die Trainingsbereitschaft. Und daraus schauen wir dann hier, welche 6 Jungs und Mädchen wir einschulen können an das Schul- und Leistungssportzentrum hier in Berlin. Und das wird dann am Ende des Nikolausturniers bekannt gegeben. Eine, die den Prozess letztes Jahr durchlaufen konnte, ist Maja Patané. Ich war 4 Jahre beim PSV Olympia und dann bin ich gewechselt. Und seitdem gefällt mir dieser Sport so doll, dass ich sogar auf die Sportschule möchte. Heute hat sie genau das geschafft. Mein Trainer ist Herr Balosch und der wollte auch unbedingt, dass ich heute Taiyotoshi werfe und im Finale habe ich es dann auch geschafft. Und auf der Sportschule ist es jetzt viel besser. Ich habe mich auch voll gefreut, auf die Sportschule zu kommen. Und das Training zahlt sich aus. Ungeschlagen konnte sich Maja bis ins Finale durchkämpfen, welches sie mit einem einzigen Taiyotoshi für sich entscheidet. Welche Meisterschaften sie in der Zukunft gewinnen will, weiß sie ganz genau. Also erstmal würde ich die Nordostdeutsche, dann die Deutsche und dann immer weiter, bis ich dann bei Olympia bin und dort auch gewinne. Antworten auf diese Frage gab es allerdings zu Genüge. Ja, ganz weit rauskommen. Weltmeister, Europameister bei Rio. Ich will ein Olympiasieger werden und will danach noch ein Judo-Trainer werden. Mir wäre es wichtig, dass ich in den Bundeskader komme. Aber Olympia wäre auch nicht schlecht. Aber nun erstmal in der Gegenwart geblieben. Auf den 6 Kampfmatten konnten die angetretenen Sportler wie vom Nikolausturnier gewohnt eine sehr hohe Leistungsdichte aufweisen. Und das ging auch an den Zuschauern nicht vorbei. Diese feuerten die Judoka aus vollen Lungen an und sorgten so wieder für eine ausgelassene Stimmung in der Halle. Also es ist ein kleines Turnier, aber es ist eben auch ein tolles Turnier. Unser Verein hat es ja auch veranstaltet. Der SC Berlin. Und ich finde es jedes Jahr voll schön. Das tun wir auch und freuen uns schon auf das nächste Jahr. Einen schönen Nikolaus wünscht Hauptstadtsport TV.